Schlimm. Da, Oh, da, Alter, da. wer hat in meinen Pool geschissen? Ich Wer weiß nicht. hat in meinen Pool geschissen? Das war Marc, Alter. Ich Marc, ohne Witz. Wenn ich dich zusammenreiße und noch einmal meinen Pool kackst, dann wirst du keiner. Oh, jetzt muss ich wieder mit der Scheißschaufel. Warte, das stinkt ein bisschen. Bah, das ist Alter. Abartig. Ich oh. versteck mich hier neben der Pflanze, Alter. Bah, hol du das bitte raus. Ich kann das nicht. Ich muss sonst kotzen. Yo, Zuschauer und andere Menschen, die dieses Video vielleicht sehen, aber es überhaupt nicht interessiert, weil sie fälschlicherweise auf den Link geklickt haben. Was geht? Jo, Leute. Krasse Begrüßung. Mit dabei wieder der Klum. Ja, und wir spielen wieder Krabift Attack. Chillig. Das letzte habe ich ja verkackt. Ja, Klum hat ein bisschen Scheiße gebaut und ich war gerade mal so ein bisschen bei Rotpilz nach Einrichtungsideen klauen. Und ja, wie gesagt, wir spielen wieder gemeinsam Krabift Attack und ja, ich habe in der letzten Folge mein Haus ein bisschen verschönert, ein bisschen sehr verschönert, will ich sagen. Und da dachte ich mir, führst du doch mal weiter, weil du warst gerade so wunderschön produktiv, machst du doch mal was draus. Und werde ich jetzt auch in dieser Folge tun. Patrick hat ja netterweise als Sklave für mich Holz geholt und ja. Wir sind wieder bei Varo im Rennen, deutlich im Rennen, bei uns läuft wieder und ja. Jetzt ich bekomme das gar nicht mit so, Varo. Was geht denn da überhaupt ab gerade? Wer ist denn überhaupt noch dabei? Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil das wäre natürlich ein bisschen gespoilert. Also ich sage so viel, Team Revitor ist noch am Leben. Hingehend aller Prognosen sind wir nicht gestorben. Ah, ich hallo. Töte den. Du warst in meiner Wüste? Schreit nein. Sonst töte ich war doch nicht in seiner Wüste, Alter. Nein. Das ist aber jetzt hässlich mit den Kisten da oben. Die kann ich ja noch aufmachen. Scheiße, so. Welche Richtung bin ich jetzt gegangen, Alter? Ich hab vercheckt, welche Richtung ich gegangen bin. Du Hodgehirn. Okay, da ist auf jeden Fall die Wüste, das heißt, ich muss in die andere Richtung. Er hackt. Er hackt, ja, ich hacke. In Krabift Attack. Ja. Das heißt nicht Craft Attack, sondern Krabift Attack, das ist ganz wichtig, ne? Und das denken, manche Leute denken immer noch, dass es Craft Attack heißt, ne? Aus welcher Richtung Als komm ich ob. Denn jetzt? Krass, Dicky. Oh Mensch, ich hab ich jetzt, mir fehlt nur noch ganz klein bisschen, dann habe ich meinen Amboss zusammen, oh der mir, ohne Witz, jedes Mal, wenn ich einen Amboss in mein Haus baue, wird der gestohlen. Immer. Ohne Grund. Einfach so. Ja, wahrscheinlich mit Grund, die wollen Amboss haben. Ja, aber warum machen die das? Welche bösen Menschen machen sowas, ohne Witz. Ein Amboss ist richtig teuer, das ist richtig viel Eisen. Und der kommt, jedes Mal kommt der weg. Und ihr seht, meine Ressourcen sind wieder richtig low, das heißt, ich werde demnächst nochmal anfangen gehen, wieder was zu sammeln. Wieso also versteckst halt, du den Amboss nicht einfach? Warum soll ich den verstecken? Das ist für mich ein Designgegenstand. Der steht immer in meiner Küche und jedes Mal wird der weggenommen von irgendeinem Affen. Ja, also steht der ja doch nicht immer in deiner Küche. Ja, bis er dann weggenommen wird, ne, du Holzkopf. Ja, schon klar. Aber mir fehlt nicht mehr viel zum Level. Ich glaube, ich würde es noch liebend gerne irgendwie. Du bist bei dir zu Hause? Ja, Klim, hier, oh, hallo. Hier wurde aber einiges neu gemacht. Ja, der, hallo, wo rennst du hin? Hallo. Achso, da bist du. Ich will da hinten mal ganz. Hör auf, Alter. Ich hab keine korrekte Rüstung an. Ich hab meine gute Rüstung nicht da an. Ich hab nur die normale Rüstung an. Ich hab dich nur mit einem Chicken gehauen, also alles easy. Ich will jetzt auf jeden Fall noch die 32 Level haben. Alter, jetzt verreck ich hier schon fast, ne? Yo, verpiss dich doch, Bettina! Bettina, war das die Spinne? Ja, Mann. Korrekt. Ne, Martina, ach, keine Ahnung. So, 32 Level, ab nach oben. Und Shader raus, weil es wieder Nacht wird. Sag mir mal bitte ein anderes Shader-Pack, dieses Huso Place oder wieder. Es gefällt mir nicht mehr. Soll ich dir mal meinen Shader schicken? Der ist richtig geil. Wie heißt der denn? Sildur's Nvidia. Heißt der Mark? Mittlerweile auch heißt der Shader heißt Mark? Auch, ja. Das ist der Zweitname von dem Shader. Ach, hier, der Aufzug hat irgendwie wieder kaputt gemacht. Auch sehr cool auf jeden Fall. Oh, Craft Attack im Moment wieder sehr geil, super geil. Also, ja, keine Ahnung. Ich werde auch, obwohl die Stadt jetzt wieder hübsch ist, wird sie trotzdem in 2 Minuten wieder hässlich aussehen, weil irgendein lustiger Banger das wieder zerstört. Deshalb muss ich jetzt immer den Aufzug bei denen nehmen und dann denen das Haus kaputt machen, ein bisschen dafür, um da reinzukommen. Den Aufzug von Felix, Alter. Das ist halt die Fresse. Du hast nicht recht. Halt's Maul. Okay, gut. Alles klar. Ich sag jetzt nichts mehr. Ich bin zwar schon bei Revi im Haus, aber Mensch. Ehrlich? Ja, klar. Wo bist du? Auf dem Kronleuchter. Ja, aber ich bin unten. Du bist gar nicht unten. Doch. Oh, hallo. Geh von meinem Klappstuhl runter. Was denn das denn? Das war eine geile Idee, mal so die Türen da dran zu packen. Das ist ein Klappstuhl, sag ich doch. So, jetzt endlich mal meine krassen Schuhe wieder reparieren. Hallo. Und dann auch demnächst, müssen wir ohne Witz, demnächst definitiv mal anfangen, die Enderman-Farm fit zu machen, denn... Mach doch die Tür jetzt auf, ich komm hier nicht durch. Warte doch mal, bitte jetzt. Oh. Chill doch mal bitte, Klim. Ich muss nicht die ganze Zeit hier stehen bleiben. Mach doch Klim, raste doch mal bitte nicht so aus, ja? Mach ich so. Jetzt selber auf, ja. Vielleicht kann ich irgendwie meine Schuhe anziehen. Ich könnte ganz auch was kaputt erzaubern. Sind.
Mir egal. Hast du ein Enchanting-Table hier? Sag ich dir doch nicht. Oben. Okay. Gut, meine Freunde. Ich werde auf jeden Fall hier mal ein bisschen in meinem Haus weiterbauen. Hier so ein... Ne, ihr wisst, was ich jetzt mache. Habt ihr eben schon gesehen. Habe ich eben schon mit angefangen. Und ja, ihr könnt mir nach wie vor gerne Einrichtungsideen für mein Haus in die Kommentare schreiben. Freue ich mich immer drüber. Ja, was gibt's Neues? Ja, eigentlich nicht so viel, ne? Also, wie gesagt, Varo läuft noch. Seht ihr heute Abend wieder die nächste Folge. Und im Grunde ist es das, ne? Also, ja, Craft Attack wird jetzt demnächst zur 1.8 wahrscheinlich ein kleines Update erfahren. Das ist im Moment zumindest geplant, dass wir zur 1.8 updaten. Ja, das werdet ihr aber dann noch früh genug erfahren. Also, es ist zumindest in der Konfi. Ist wieder blöd, Alter. Es ist zumindest so besprochen. Es ist zumindest so angeplant. Und ich hatte ja letztes Mal schon darüber gesprochen. Craft Attack Restart, ja, nein. Und ja, das wird dann quasi Season 2 auf normalem Terrain, wo es dann deutlich einfacher wird, mal was Vernünftiges zu bauen. Weil das hier ist einfach. Das ist schwer, doch. Es ist nervig. Nicht nur schwer, sondern noch. Nein, ein Enchantment-Table ohne Spaß. Ich der ist hinter der Wand. Ach so. Der ist Secret, den zeige ich dir aber nicht. Es sei denn, du machst den, ich will dein Enchantment-Table-Tanz sehen. Okay, komm. Komm runter. Ich muss den doch hier oben auf der Bühne machen, wo soll ich denn sonst machen? Mir ist das egal, wenn dich halt noch mehr zum Affen machen willst, ne? Okay. Das geht klar. Okay, mach mal. Dein Enchantment-Table, Huhn. Arschad. Was ist, hä? Hä? Dicker, du bist DJ, du hast die Schallplatte weggeworfen. Ja, DJ Klim bei dir läuft. DJ Klim. Okay, ich zeig's dir. Korrekt. Aber boah, das war der geilste Tanz, oder? Ah, Secret. Geil, was soll ich mach mal wieder zu. Verzauber, willst du mir nicht lieber die Level geben? Ja, ich kann was für dich verzaubern. wie viel Level hast du denn? 9, aber nur. Achso, nö, das will ich nicht. Bist dich. Okay, dann nicht. 32 gehabt, hättest du mir die mal schön geben können, wa? Nee, dann hätte ich selber was verzaubern. Dann verzauber ich mir jetzt einfach meine Spitzhacke hier. Ja, dummes Arschloch, was? So, das ist jetzt soweit hier Level schön. Hier. Efficiency 1, da Alter, fehlt noch was. Leben. So, bei dir läuft. Mit 9 Leveln? Ja. Das ist ganz schön traurig. Ja, ich hab nur. Nee, komm, halt's Maul. Ich war noch nie in deinem Pool schwimmen. Echt nicht? Boah, ja, warte mal, da müssen noch Chlortabletten rein, der ist ein bisschen dreckig. Marc, nee, komm lieber da raus. Ist da schon wieder AA drin, ne? Ja, ich glaube, hier ist schon wieder AA drin, warte. Der Marc hat hier letztens Party gefeiert. Klim, da. Oh. Das Alter, wer hat in meinen Pool. Wer hat in meinen Pool geschissen? Wer hat in meinen Pool geschissen? Das war Marc, Alter. Marc, ohne Witz. Wenn ich dich zusammenreiße und noch einmal meinen Pool kackst, dann wirst du keiner. Oh, jetzt muss ich wieder mit der Scheißschaufel. Warte, das stinkt ein bisschen. Bah, das ist abartig. Ich versteck mich hier neben der Pflanze, Alter. Bah, hol du das bitte raus. Ich kann das nicht. Ich muss sonst kotzen. Bah, ich bitte. Muss auch kotzen, Alter. Nee, Tim, bitte, bitte. Okay, warte, ich nehme bitte die A aus dem Pool. Hier rein. Bah, der hat es echt gemacht. Der hat einfach. Bah, Junge Klim, wie kaputt bist du? Du hast einfach Scheiß mit deiner Hand angefasst. Ja, und ich hab hier reingekotzt, Alter. Guck, hier liegt überall die Kotze rum. Was? Hier, guck doch, Alter. Aber die musst du aufheben, Alter. Nee, Alter, komm, ich. Das ist richtig ekelhaft jetzt. Ich versuch's mal. Es geht nicht, Klim. Guck, ich kann nicht. Guck. Ich versuche mit meiner Scheiße jetzt eine Brücke zu bauen zu dir rüber. Nein, du machst keine AA-Brücke. Nee, Klim, nee. Doch, ich muss, Alter, sonst komm ich hier nicht rüber. Du gehst jetzt in den Stinkpool rein. Los, rein ins Stinkewasser. Ich will nicht ins Stinkewasser. Rüstung aus, haha. Ich hab nur noch ein Herz, Alter, bitte. Ehrlich? Ja, ich schwör's dir. Hey, ich hab die mit einer Schaufel geboxt. Ja, ich hab die Rüstung der Schaufel angreifbar. Affinität. Achso, ja, okay, geil. Ja. Das ist sehr cool. Die muss ich mir auch mal holen. Ja, wenn man mit der Freunde, ihr seht, ich bin hier unten im Untergeschoss, bin ich schon wirklich so gut wie fertig. Nur ein paar kleine Einrichtungsgegenstände, ein paar Blümchen vielleicht oder sowas. Und dann hier nochmal eine vernünftige Treppe runter und dann ist zumindest das Untergeschoss schon mal so weit, dass ich sagen kann, ich bin zufrieden. Ich finde die Küche unheimlich geil geworden. Schau mal her, Klim. Wie findest du denn diese Einbauschränke hier, diese Küchenschränke, die ich hier gebaut habe? Christine Wittler. Pass ja nicht durch! Halt deine Fresse. Oh, Junge. Ja, das finde ich aber geil hier mit den Türen hier, mit den Schränken hier, mit dem ne? Wolle. Ne? Ja, ne? Da hat der Rewe mal was fein gemacht, hat er. Da hat der Rewe ganz toll gemacht. Das hat der Rewe ganz allein gemacht. Komm da hoch. Wo? Hier. In dem Wasser? Unten. Ja. Als ob. Schon wieder? Ja. Krass. Mir egal. So. Hier oben muss ich mir echt mal was überlegen, weil ich hier oben noch gar nicht zufrieden bin. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Am liebsten hätte ich wieder mein altes Wohnzimmer. Das war so schön fancy. Das, was in die Luft gesprengt wurde? Das jetzige gefällt mir überhaupt nicht.
Ich werde übrigens von der Seite gerade wieder angecreept. Lena liegt hier wieder und dreht sich jetzt im Bett rum, um mich nicht mehr anzugucken. Okay. So, dann gehen wir da weg. Ich baue mit. Okay, mach mal. Was ist das? Eine Fackel. Ja, aber wie soll man das jetzt helfen? Weiß ich nicht, ich wollte... Hast du zu viel... Nee, bist du behindert? Ja. Klimm, warum? Ich weiß nicht, ich wollte da einfach... Guck mal, was ist das wohl? Da was hier hinstellen? Nein, hör doch auf! Mann, das ist ein Sofa, du Spasti! Ach so, okay. Sieht doch gut aus, oder? Ja. Was man jetzt aber noch machen könnte, ist... Ja? Hier runterspringen zum Beispiel. Ja, mach mal, okay, cool. Okay, nee, ich wollte eigentlich in deinen Lagerraum. Ich guck mal, ob du was Bestimmtes hast. Jetzt muss ich mir natürlich für hinten muss ich mir noch irgendwas ausdenken, für diesen Strip-Stangen-Bereich. Da habe ich noch keine Idee. Oh, Revi, du hast so viel Zeug, aber nicht das, was ich haben will. Was brauchst du denn? Blätter. Leaves. Oh, nee, habe ich nicht, Alter. Die musst du dir unten irgendwie farmen. Habe ich leider gar nicht. Ich geh da jetzt nicht runter, wenn, dann klaue ich bei dem Felix oder so. Yo, Hacker-Bun-Cheater, nö. Nö. Ich glaube, Felix hat nichts dagegen, wenn ich den zwei Leaves klaue. Alter. Das ich habe auch nicht mal Eisen dabei, Alter. Lauch. Was? Was? Ich mag gern Lauch. Also auch mein Wi-Fi. Ender Chest, dann kann ich da auf jeden Fall meine Eisen rausholen. Ah, da ist Ender Chest. Da kann ich auf jeden Fall meine Eisen rausholen. Deutsch mit Klim läuft. Gönnt euch auf jeden Fall die DVD, es lohnt sich. Wenn ihr richtig beschissen Deutsch sprecht. Hey. Ey. Was? Nicht du, der sipst, ey, sipst, ey, ey. Okay, ich weiß jetzt nicht. Lauf doch nicht einfach weg, ich hab Hallo zu dir gesagt. Ich glaube, der hasst dich. Der meinte doch letztens so, als wir auf ICQ gechattet haben, hat er so gesagt, ich hasse Klim voll. Okay, nee, Sips mag mich, ich mag Sips auch. Wir sind ein Liebespaar. Nein, der hat gesagt, du hasst dich bei ICQ. Wenn er es bei ICQ gesagt hat, hasst, stimmt das. Ja, stimmt. Oh, scheiße, ein Zombie. Ich verprügel jetzt einfach mit meiner Schaufel. Ey, Klim? Ja, was denn? Komm mal her. Ja, ich hab doch Leaves, Alter. Komm doch jetzt. Ich lief doch jetzt. Komm doch. Oh, Alter, hör bitte auf, jetzt fängt das schon wieder an, ne? Das war keine Absicht, ich merke das jetzt gerade erst. Oh, Junge. Klim ist einfach Sarazar 2.0, was sein Humor angeht. Kein Witz. Sarazar hat mir geklaut, Alter. Ich habe vor Sarazar diese Witze gerissen. Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Sache ist, worauf man stolz sein sollte, ne? Oh ja, eigentlich nicht, ne? Mehr oder weniger gar nicht mal so, ne? Oh ja, slackt! Slackt. Slackt bei dir, Klim, leck bei dir. Ja, leck. Komm mal bitte nach oben, ich habe eine Aufgabe für dich. Du bist doch so der Redstone Pro, ne? Ich kann mit Redstone umgehen, ja. Ja, interessiert mich nicht. Komm mal jetzt her. So, ich mach grad mal meinen Shader aus. Aha, cool. Könnt ihr übrigens bei Klim in der Folge sehen, wie er seinen Shader ausmacht. Schaut doch mal vorbei. Sehr spannend. Klim hat doch einmal seinen Shader angemacht. Das war auch ziemlich cool. Der hat auch ein Tutorial dafür hochgeladen, wie man Shader aus- und anmacht. Folge, Alter. Ja. Das Tutorial habe ich nicht hochgeladen, Alter. Warum? Es hätte so viele Klicks bekommen. Da wäre YouTube kaputt gegangen, ne? Richtig, Alter. Das hätte einfach YouTube gesprengt. Ja. Nein, ich hab mir Wenn ihr sehen wollt, wie Leute Shader ausmachen, schaut mal bei Klim vorbei. Links natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, Klim. Wenn ihr sehen wollt, wie jemand sagt, dass ihr auf meinen Kanal gucken sollt, könnt ihr bei Revi vorbeigucken. Ja, richtig, das ist auch ziemlich cool. Ja. Vor allem, wenn ihr sehen wollt, wie jemand sagt. Aha, Klim auch wieder heute sehr eloquent unterwegs. Ich bin auf jeden Fall am Stissel. Am Stisi bist du. Ja, wo bist du denn jetzt? Ich ja, bin jetzt bei dir in der Wohnung gleich. In der Wohnung ist es ein, ist ein Palast. In deinem Palast, in deinem Palast, so hi. So, ich hätte hier gerne so eine Pistentür, die aufgeht, damit die Nutten hier so rauskommen, weißt du? Wie groß soll die sein? Ja, 2x2 oder hier so 3x, am besten so. Geht das? Ja, also wenn die Pistentür hier so sein soll, wo die jetzt die Treppen da sind, so, dann geht es auf jeden Fall easy. Ja, mach mal. Kannst ja dann. Ja, ich brauch Pistons. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Okay. Müssen wir mal ganz kurz runter und ein bisschen was kraften. Und dann fange ich dann hier oben an zu sein und Klim baut dann währenddessen diese wunderschöne Pistentür. Ja. Und dann passiert doch nochmal hier was im Projekt. Also ich habe jetzt mit der Küche hatte ich echt Spaß daran. Ich weiß nicht warum. Ich bin ja mehrere Tage habe ich im Möbelhaus Pochter verbracht. Und ich habe da Küchenmöbel angeguckt. Hab mit denen geredet, hab darüber philosophiert, hab auch einmal mit einem Küchenmöbelstück geschlafen. Tatsächlich. Und ja, das ist so quasi, wie ich meine Freizeit im Moment verbringe. Das sieht scheiße aus. Ich dachte, das sieht gut aus, aber das sieht doch scheiße aus. Was denn? Das wieder weg. Was? Nee, ich schäme mich dafür. Ich hab schon gesehen, was du da machen wolltest. Mach wieder so, wie es eben war. Ich hab grad schon gesehen, da kann ich nur Kopf schütteln. Was? Ja, das sah richtig scheiße aus. Das war aber richtig hässlich, du, ne? Richtig hässlich war das Klim. Wenn, dann packt man das da so hin, auf die hier. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, roter Teppich ist gar nicht mehr so aktuell. Ja. Ich mach mal hier. Das sieht ja gar nicht so scheiße aus, Alter. Was denn? Da, dieser Busch hier, da. Zeig mal.
Hier, das steht doch direkt hier, Alter. Ja, geht, ne? Hübsch ist es auch nicht. Aber glaube, ich mache hier, eine Holzbühne hin und mache den Teppich dann hinten hin. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch schon wieder voneinander, meine Freunde. Denn es war mir wie immer eine Ehre, mit Ihnen aufgenommen zu haben. Es freut mich immer wieder. Oh, meine Freunde. Halt's Maul, Wilhelm. Ja. Boah, Wilhelm Kramer-LP, ne? Danke, dass du es erkannt hast. Ich dachte schon, das war so schlecht, dass man es nicht erkennt, aber... Hallöchen, meine Freunde! Ja. Boah, ohne Witz. Ich weiß nicht, warum der Kerl unter jedes Video... Ist ja auch egal. Wilhelm, bester Mann, auf jeden Fall. Definitiv. Cool, ja, doch. So, machen wir mal erstmal die Bühne so und die werde ich ja später noch ein bisschen designen. Vielleicht hätte ich die auch im dunklen Holz direkt machen können, keine Ahnung. Ich würde sagen, das war's von Craft Attack. Schaut auf jeden Fall bei Klüm vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie jemand seinen Shader außen anschaltet. Sehr interessante Sache. Auf jeden Fall sehr geil, ja. Und ja, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Schaut bei mir bei Twitter, Google+, bei Google+, nicht bei Facebook und sonst wo vorbei. Und da würde ich sagen, haut rein, meine Freunde, das war's von Craft Attack. Auf Wiedersehen, tschüss. Tschö, Leute.